Moin Moin, willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo für die Bundeswehr-Modifikation für Arma 3. Ja, heute im Gepäck für euch das Maschinengewehr 5, kurz MG5, in der Ausführung Universal. Und zwar in den Farben Schwarz und Braun. So, bei den beiden willenlosen Kameraden hier vorne können wir uns das MG nochmal ein bisschen genauer anschauen. Zur Linken haben wir einmal das Schwarze, schlicht und einfach gehalten. So, und wer es mal ein bisschen anders haben will, für den gibt es das auch noch in Braun. So, schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen im Detail an. Das MG5 verschießt Munition im Kaliber 7,62. Der Gurtkasten beinhaltet 120 Schuss. Und es lassen sich wie gewohnt die Optiken und Anbauteile anbringen. Wie hier zum Beispiel das ZO4x30, das LLM 01. Und es lassen sich auch das NSV 600 und das IRV davor schalten. Zack. So, das zu den Details. Dann wollen wir uns das Ganze mal auf der Schießbahn anschauen. So, bevor wir anfangen mit dem Schießen, gibt es noch ein Feature über das MG5 zu erzählen. Und zwar ist es möglich, wie auch beim originalen Vorbild, die Kadenz zu verändern. Und zwar in drei Stufen. Ja, in der ersten Stufe von ca. 640 Schuss auf 720 und 800 Schuss die Minute. Ja, das ist in Arma so umgesetzt jetzt, dass das Ganze über die Taste für den Feuerwahlmodus bestimmt wird. Das heißt, man hat ja ganz normal den Einstrich für Einzelschuss, für Salve und für Vollautomatik. Bei einem Strich schießt das MG mit 640 Schuss die Minute, circa. Bei drei Strichen mit 720 Schuss circa. Und bei den fünf Strichen dann mit ca. 800 Schuss die Minute. So, das schauen wir uns auch gleich praktisch an. Zuerst geben wir aber mal ein paar einzelne Schüsse, bzw. Salven, auf die einzelnen Klappziele ab, um einen ersten Eindruck zu gewinnen. So, das sollte erstmal lang für den ersten Eindruck. Da haben wir erstmal einen neuen Gurtkasten ins MG. So. Nun werde ich auf diese Betonwand schießen und dabei die Kadenz von 640 auf 800 Schuss die Minute schrittweise hochschrauben. Okay. Neues Magazin, neues Glück. So. Ja, gerade beim Übergang von 640 auf 720 Schuss die Minute ist deutlich zu sehen, dass eine Steigerung der Kadenz vorgenommen wurde. Okay. Das war es im Grunde auch schon zum MG5 soweit. Ich werde jetzt im Anschluss noch frei ein paar Salven auf einzelne Ziele abgeben. Und somit bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Thank you.
Thank you.